Servus Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der FIFA 21 auf meinem Kanal. Und ich habe mir heute überlegt, ich starte eine neue Karriere. Denn bei der Lübeck-Karriere, die habe ich dann einmal unterbrochen. Da habe ich sie auf einen neuen Account gebracht. Jetzt sind wieder 4 Monate her oder so, 3 Monate. Deswegen bringe ich jetzt eine neue Karriere. Und natürlich wird das eine Manager-Karriere. Trainer ist fertig bearbeitet, natürlich Goljovic wie auch sonst. Und als Verein werden wir einen Drittliga-Verein nehmen. Ja, ich mache es nicht so wie viele andere und wähle einen Verein, der neu in FIFA dazugekommen ist. Nein, ich wähle die Spielvereinigung Unterhaching. Jobangebote machen wir aus. Stadion. Ich fände, glaube ich, den Walden Road ganz cool. Ja, Vorbereitungsturnier. Ich denke, wir werden hier sogar nicht das nehmen mit dem meisten Geld. Wir nehmen hier das Einfachste, würde ich sagen. Weil ich schätze, da kriegt man auch am meisten Geld raus. Weil es jetzt nichts, wenn wir am meisten Geld bekommen würden und dann direkt rausfliegen. Das macht ja alles keinen Sinn. Und dann würde ich sagen, wir am Anfang der neuen Karriere stellen erstmal das Team um, sodass es passt. Ja, jetzt habe ich ja erstmal direkt die besten Leute reingestellt. Ich habe es noch nicht nach Alter sortiert, weil man das hier nicht mehr angezeigt bekommt, wenn man hier drauf drückt. Rechts sieht man nichts mehr vom Alter. Schaue ich mir jetzt hier eben das Team an, im Teammanagement-Bereich. Und suche mal, wen ich verkaufen werde, wen ich behalten könnte. Als erstes fällt ihr direkt auf, es sind nur 2 Torhüter. Gold ist nicht so alt, aber der kommt. Vielleicht kann ich mir da einen jüngeren kaufen. Linksfertig sind es 3 Stück. Sind halt beide relativ alt, er ist jung. Den können wir verleihen vielleicht. Und die beiden vielleicht sogar verkaufen. Haben wir Innenverteidiger, haben wir einige. Er ist alt, er auch, er nicht. Er geht, aber er ist auch alt. Und die beiden hier werden wir wahrscheinlich wieder verleihen, schätze ich mal. So, und dich bekommst du auf die Transferliste. Und genauso wie der Robert Müller. Und ihn können wir behalten mit 23 Jahren, 65er Sandstärke. Rechtsverteidiger haben wir nur einen Schwabel. Und den würde ich gerne verkaufen in dem Alter. So, 4 Sechser sind eigentlich eine gute Anzahl, aber wir sind halt, schätze ich, auch wieder relativ alt. Stahl ist alt. Fuchs nicht, Fuchs ist gut. Der ist auch gut und ihn können wir vielleicht verleihen. Obwohl er eigentlich auch schon relativ schlecht ist für seine 21 Jahre. Also vielleicht auch verkaufen. So, linkes Mittelfeld. Marseille ist jung. Er passt, Felix Müller, Transferliste, Stefan Mensa, kommt auf die Leihliste, Finn Seidel, kommt auf jeden Fall auf die Transferliste. Hufnagel mit seinen 26 Jahren setze ich auch mal drauf, weil für den bekommen wir vielleicht viel Geld. Hier Heinrich, die allen behalten wir, Kraus auch und Arnsbach auf die Transferliste. Jetzt haben wir hier 4 Stürmer, also Hein möchte ich eigentlich behalten, weil er eigentlich eine Legende ist, schon seit 2016 im Verein. Dominik Strohengel, vielleicht verkaufen. Patrick Hasenhüttl auch verkaufen. Und den Schröder auch verkaufen. Wir haben schon das erste 4 Marseille. Wenn ich eigentlich nicht verkaufen wollte, aber wenn wir eben ein Angebot bekommen. Dann delegieren wir das mal. Ja, so, erstes Spiel gegen Accrington. Das war immer der schlechteste Verein in England, vielleicht mittlerweile nicht mehr. Machen wir natürlich Schnellsimulation. Und wir gewinnen mit 1:0. Strohengel schießt, kommt rein für Hein und macht dann auch das Tor. Hier haben wir das nächste Spiel gegen die Shamrock Rovers. Werden wir auch simulieren und gewinnen auch mit 2:0. Zumal sind wir schon mal weiter, hätte ich gesagt. Über Einkauf zu Marseille schon, okay. 1,6 Millionen, nehme ich einfach mal an. Und Schröder hier, delegiere ich auch mal. Ja, machen wir so. Und das letzte Spiel in der Gruppenphase des Vorbereitungsturniers wird auch simuliert. Und wir spielen 1-1, okay. Schwabel bekommt Gelb-Rot, ist jetzt nicht so lecker, aber Hauptsache wir gewinnen. Halbfinale im Vorbereitungsturnier gegen Lingby oder Lingby oder wie auch immer. Unsere Spieler sind alle komplett ausgepowert, aber das müssen wir jetzt durch einfach mal. Und wir spielen unschön verlieren, wir müssen wieder schießen, okay. Macht mir nichts, ist gut. War eine gute Leistung, hätte ich gesagt. Damit stehen wir jetzt bei 3,5 Millionen. Und ich gebe auch relativ viel für einen Jugend-Scout aus, hätte ich gesagt. Ersten heuer ich an, da nehme ich, ja. Weil 2,8 ist halt echt schon sehr viel. Da warte ich lieber noch ein bisschen, bis einer für 2 Millionen kommt und den nehme ich dann auch. Die Trainings muss ich ja auch selbst spielen, naja. Sammle die Trophäen ein. Ja, die spiele ich jetzt ein bisschen, hätte ich gesagt. Ja, bei der ersten haben wir nur eine B geschafft, aber das machen wir beim nächsten Mal vielleicht eine A draus. Aber so leicht war die Übung gar nicht. Jetzt kommen Abfangjäger. So, jetzt können wir uns hier die Ergebnisse ansehen. Bei Abfangjäger habe ich leider einfach übersprungen. Ich hatte einen Versuch, da hatte ich eine C erreicht und dann habe ich aus Versehen einfach übersprungen. So, diesmal eine B und 2 A's geholt.
So, Marcellus verkauft. Für ihn bekommen wir 1,2 Millionen Erlös. Dann ist hier noch Robert Müller zum Verkauf. Für ihn bekommen wir nicht allzu viel anscheinend. So, hier diesen Scout nehme ich. Einschätzung 4 Sterne, Erfahrung 3 Sterne. Sogar ein Deutscher. Da können wir gleich aufbauen in Deutschland. 9 Monate suche ich mal. Ja, also einfach mal alles suchen. Alles, was wir brauchen. Und der Toni Schumacher geht ins Nachbarland, hätte ich gesagt, in der Schweiz und sucht für 9 Monate auch mal alle. So, jetzt haben wir schon mal die Hälfte von unserem Transferbudget ausgegeben. Jetzt werden wir noch hier mal schauen. Ah, ne, okay. Weil ich wollte mal eine Jugendschule schauen, wen wir da jetzt so haben. Er sieht ja ganz brauchbar aus. Die unter 50er Gesamtstärke schmeiße ich gleich raus. So, ich glaube, ihn kann ich ja auch gleich wegschmeißen. Hier wird wahrscheinlich auch nicht groß was werden, aber ich behalte ihn jetzt erstmal da. Vielleicht entwickelt er sich ja noch. Weiß ja nie jemand. So, die nächsten drei Übungen haben wir jetzt hier zweimal A und einmal B wieder. So, für Strohengel verlangen wir jetzt einfach mal 320.000 als Anfangsangebot und 230.000 als Mindestverkaufssumme. Soll, denke ich, in Ordnung gehen. So, ich mache jetzt auf die Suche nach einem neuen linken Mittelfeldspieler. So, bei Ramazani versuche ich es gerade. Und da würde ich sagen, bieten wir hier nochmal 520.000, 1.520.000. Und das soll der annehmen. Das macht er auch. Und damit gehen wir in die Verhandlungen mit ihm selbst. Und schauen wir, dass wir ihn bekommen. Und da haben wir ihn auch für 1.100.000 € pro Woche. Verpflichten wir hier Larchi Ramazani. Kann Stürmer, links und rechtes Mittelfeld spielen. Ich muss sagen, stellen wir ihn auch direkt hier links rein. Ich trainiere ihn um auf Linksmittelfeld. Für mich ist es auch wichtig, dass sie wenigstens eine 75er Sprintgeschwindigkeit haben. Hier der rechte passt. Und Ramazan hier, glaube ich, 76. Ja, die hat er. Ja, es finde ich einfach wichtig, dass die Stürmer so einigermaßen rennen können und nicht einschlafen unterm Spiel. Wie wirkt sich die Vorbereitung auf die Aufstellung für das erste Pflichtspiel aus? Sag einfach mal, wir arbeiten jeden Tag hart. Hoffentlich können wir weiter Siege einfahren. Wir arbeiten im Training jeden Tag daran, das auch zu schaffen. Ist das Team stark genug, einen Platz im Tabellenkeller zu verhindern? Ich würde sagen, die Konstanz ist entscheidend. Wir müssen konstant reinbringen, dürfen nicht zu viele dumme Fehler machen. Nur dann können wir einen richtigen Schritt nach vorne machen. Nach der Verpflichtung von Ramazani von Almeria sehen die Fans einen ersten Einsatz herbei. Was erwarten Sie vom Debüt von Ramazani? Er wird zeigen, dass er der Richtige ist. Die Fans werden es schon bald sehen, was Ramazani kann. Er wird allen zeigen, dass das hier genau die richtige Aufgabe für ihn ist. Ja, und damit würde ich sagen, beenden wir diese heutige Folge. Schon einiges passiert. Vorbereitungen sind abgeschlossen. Wir haben einige Trainings simuliert, gespielt und auch hier einige Transfers schon abgeschlossen. In der Abstimmung für die nächste Folge wird es sein. Was heißt Abstimmung? Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, gegen wen ich spielen soll. Mal hier mal reinmachen: Uerdingen, Ingolstadt, Saarbrücken und Bayern gebe ich euch zur Auswahl. Könnt ihr euch einen Gegner raussuchen? Könnt ihr in die Kommentare schreiben, wenn ihr möchtet. Wenn nicht, werde ich mir selbst einen raussuchen. Ja, würde ich sagen, nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Und falls euch die Folge gefallen hat, könnt ihr auch einen Like da lassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, bis dahin und ciao.